Schutz von Nanotechnologie-Erfindungen. Wie schütze ich Erfindungen im Bereich der Nanotechnologie mit Patenten? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich mal genau, wie Erfindungen im Bereich der Nanotechnologie am besten geschützt werden und was die Herausforderungen sind. Ich selbst habe im Bereich der Halbleiterfertigung und Nanotechnologie promoviert. Und ich war dann auch erstmal bei einem Nanotechnologie-Startup, einer Ausgründung aus dem Bayer-Konzern, in der Forschung und dann in der Entwicklung, dann in der Vermarktung, im Produktmanagement tätig. Und in meiner heutigen Praxis kommt es natürlich auch hin und wieder mal vor, dass ich mich mit Erfindungen rund um Nanotechnologie beschäftige. Was ist überhaupt Nanotechnologie? Was ist ein Nanometer? Ungefähr 100.000 Nanometer sind so dick wie ein Stück Papier, ein Blatt Papier. Und unterhalb von etwa 100 Nanometern übernehmen die Gesetze der Quantenphysik. Die Anzahl der Patentanmeldungen im Bereich Nanotechnologie gehen konstant weiter hoch und es ist nach wie vor ein spannendes Feld, auch wenn es nicht mehr ganz so im Fokus der Presse ist. Was ist überhaupt Nanotechnologie für die Patentämter? Das Europäische Patentamt sagt im Wesentlichen, dass eine Erfindung im Bereich der Nanotechnologie liegt, wenn ein erfindungswesentliches Merkmal kleiner als 100 Nanometer ist. Und solche Erfindungen sortiert das Europäische Patentamt dann auch in bestimmte Nanotechnologie-Klassen, also IPC-Klassen ein. Und die fangen dann meistens an mit Y01N. Zum Beispiel Y01N2 ist Nanobiotechnologie. Oder Y01N12 ist Nanomagnetics. Durch die ganz spezielle Dimension ergeben sich ganz bestimmte Herausforderungen bei der Patentierung. Zum einen gibt es den Einwand, vor allen Dingen in Einspruchsverfahren oder in Nichtigkeitsverfahren oder in Verletzungsverfahren, den Einwand der nicht ausreichenden Offenbarung. Eine Erfindung muss nämlich über den gesamten beanspruchten Bereich ausführbar sein. Und wenn man zu breite Bereiche wählt, wie zum Beispiel 1 Nanometer bis 500 Nanometer, und bei einem Nanometer funktioniert es dann aber gar nicht. Zum Beispiel nehmen wir mal ein Zahnrad an, was eben vielleicht irgendwo zwischen einem Nanometer und 500 Nanometer Durchmesser haben soll. Und man kann gar kein Zahnrad mit einem Nanometer Durchmesser machen, nehmen wir das mal so an. Dann ist die Erfindung nicht ausführbar und dann ist sie eben nicht über den gesamten Bereich offenbart und dann entweder scheitert es dann an der Offenbarung oder an der erfinderischen Tätigkeit, weil eben der technische Effekt nicht über den gesamten Bereich demonstriert werden kann. Also da muss man vorsichtig sein, dass man realistische Bereiche wählt, wo tatsächlich die Erfindung auch funktioniert. Dann sollte auf jeden Fall die genaue Messmethode angegeben werden, wie genau diese Dimensionen gemessen werden. Denn wenn man die Dimensionen mit einem Elektronenmikroskop misst oder mit einem Transmissionselektronenmikroskop oder mit einem Lichtmikroskop, oder über Lichtstreuung oder über ein Rasterkraftmikroskop, dann hat man bei dem gleichen Gegenstand immer möglicherweise vollkommen unterschiedliche Messwerte, weil eben diese Messverfahren unterschiedlich arbeiten. Daher sollte man, damit man später mit der Nacharbeitbarkeit oder ausreichenden Offenbarung keine Probleme bekommt, die exakte genaue Messmethode angeben und alle Parameter zu dieser Messmethode auch genau in der Patentanmeldung hinterlegen. Wenn man die Messmethode nicht hinterlegt, kann das auch durchaus ein Problem mit der Klarheit der Patentansprüche werden. Wenn man zum Beispiel eine Partikelgröße zwar beansprucht, aber dann nicht sagt, wie sie gemessen wird, dann kann das als unklar beanstandet werden. Dann gibt es ganz spezielle Rechtsprechungen zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Fangen wir mal mit Neuheit an. Ein Gegenstand ist nicht deswegen nur neu, weil er einfach kleiner gemacht wurde, einfach miniaturisiert wurde. Also bleiben wir bei dem Beispiel Zahnrad. Wenn es keine unerwarteten Eigenschaften oder besonders günstigen Eigenschaften des miniaturisierten Zahnrades gibt oder dass eben das Zahnrad einfach nur kleiner skaliert ist, sagen wir mal von 5 cm auf 500 Nanometer oder auf 1 Mikrometer,
und die einzelnen Zähne dann eben vielleicht in dem Bereich der Nanotechnologie nach dieser Definition liegen. Aber das Zahnrad ansonsten genauso funktioniert wie das große Zahnrad und auch sonst keine besonderen Effekte auftreten, dann ist dieses kleinere Zahnrad einfach nicht neu, jedenfalls nach der normalen Rechtsprechung des Europäischen Patentamts. Man muss also schon bei der Neuheit zeigen, dass abgesehen von der Miniaturisierung irgendein zusätzlicher Effekt auftritt. Und das ist besonders, weil normalerweise technische Effekte oder so bei der Beurteilung der Neuheit keine Rolle spielen. Und das ist eigentlich auch schon der wichtigste Hinweis für die erfinderische Tätigkeit. Bei der erfinderischen Tätigkeit sollte man also darauf achten, dass man die technischen Effekte und die Vorteile, die mit einer besonders kleinen Struktur verbunden sind, genau dokumentiert und möglichst auch mit Daten beweist oder eben Belege dafür liefert in der Patentanmeldung. Dann vielleicht noch ein paar Hinweise für die Fassung der Patentanmeldung. Und zwar Plattform versus Anwendung. Bei den großen Erfindungen, die nicht Nanotechnologie betreffen, ist die Anwendung relativ klar, jedenfalls meistens. Bei Nanotechnologie-Erfindungen kann es sein, dass sich die gleiche Erfindung für ganz unterschiedliche Anwendungen eignet. Also sollte man zusehen, dass man den Kern der Erfindung als sogenannte Plattform-Erfindung möglichst abstrakt schützt und dann aber auch möglichst alle Anwendungen in der Patentanmeldung abdeckt oder auch in verschiedenen Patentanmeldungen. Also dass man in der Patentanmeldung einmal möglichst abstrakt den Kern der Erfindung schützt und dann eben auch die verschiedenen Anwendungen nicht nur auflistet, sondern vielleicht auch mit Leben füllt. Also dass man da auch Beispiele für anbringt, wie eben die gleiche Erfindung vielleicht in der Luftfahrt, wie auch, weiß ich, in der Lebensmitteltechnologie Nutzen haben kann. Dann ist es im Bereich der Nanotechnologie wichtig, dass man die Begriffe genau definiert. Da es eben ein relativ junges Gebiet der Naturwissenschaft ist, kann es sein, dass bestimmte Begriffe unterschiedlich besetzt sind. Und deswegen sollte man, wenn man Begriffe einführt und benutzt, diese auch möglichst genau definieren, damit da keine Unklarheiten nachher auch bei der Auslegung der Patentansprüche bestehen. Dann ist es aus wirtschaftlichen Erwägungen vielleicht wichtig, dass man auch die Vorrichtungen, die diese Nanotechnologie-Erfindung umfassen und die Anwendungen auch mit Patentansprüchen schützt, damit man später eben entsprechend geschickt Lizenzmodelle darauf aufsetzen kann und eben die verschiedenen Anwendungen auslizenzieren kann. Bevor Sie also eine Patentanmeldung im Bereich der Nanotechnologie auf den Weg bringen, sollten Sie sich über die aktuelle Rechtsprechung auf diesem Gebiet, denn da gibt es immer wieder neue Entscheidungen, zum Beispiel der Europäischen Beschwerdekammer dazu, sich darüber informieren und einen Experten hinzuziehen, der sich eben im Bereich des Patentrechts und auch der Nanotechnologie auskennt, um hier eben optimalen Schutz zu erzielen. Ich hoffe, ich konnte gut erklären, wie man Erfindungen im Bereich der Nanotechnologie schützt. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.